Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um die M4A4 Temucao und die Doodler AWP. Wie sieht es aus mit der M4? Wird sie genauso ersetzt wie die AWP? Und weswegen ist das eigentlich passiert? Bei der AWP war das Ganze ziemlich einfach. Es gab so gut wie zu Beginn schon DMCA-Beschwerden. DMCA ist die Abkürzung für den Digital Millennium Copyright Act. Und in aller Kürze schafft dieser Act eine rechtliche Basis für die juristische Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet. Es gibt also einen Künstler, der hat das Design gemacht, und es gibt irgendjemand anderen, der dieses Design einfach klaut bzw. kopiert und dann eben als seines ausgibt. So ist es bei der AWP passiert und das geht natürlich so nicht. Dieser Künstler nennt sich Vex und ihm ist es, glaube ich, auch selbst aufgefallen, dass da was nicht stimmt, dass sein Design auf einem Werk ist, das er so aber nicht freigegeben hat. Und da es sich hierbei um CSGO-Skins handelt und dort eben Geld fließt und bei Geld bekanntermaßen ja auch die Freundschaft aufhört, muss da natürlich gehandelt werden. Die ganze Sache findet nicht nur zwischen den beiden Parteien Dieb und Künstler statt, sondern in diesem Fall eben auch mit Valve. Und Valve hat sich gesagt, gut, wir werden jetzt auf jeden Fall direkt eingreifen und das Design einfach rausnehmen. Somit wurde bei jedem User, der die Doodler hatte in seinem Inventar, der Skin gepatcht oder vielmehr geändert, geupdatet und jetzt hat man die Duality da drauf. Die Frage ist hier natürlich A, passiert das bei der M4 auch und B, weswegen ist es nicht so gekommen, wie es bei der Haul zum Beispiel war oder auch bei anderen Dingen in anderen Spielen, die dann gestoppt wurden, also die Ausgabe wurde gestoppt, die Sachen, die bereits im Umlauf waren, sind geblieben und darum dann auch im Wert extrem angestiegen. Um direkt auf Letzteres zu antworten, ich gehe davon aus, dass Valve genau das verhindern wollte, dass man sich jetzt geschwind mit der AWP Doodler eindeckt, weil diese DMCA-Strikes oder Beschwerden bereits öffentlich waren, in der Hoffnung, dass man dann damit einfach Geld generieren kann. Das wollte man natürlich verhindern und ich denke, es wäre auch kein gutes Zeichen zu sagen, ja, die Sachen, die jetzt schon gedroppt wurden, sind halt dort vorhanden. Künstler, du bist jetzt halt trotzdem im Spiel, obwohl du das gar nicht willst. Ab jetzt werden wir dann keine neuen mehr herstellen, in Anführungsstrichen. Das ist ja Quatsch. Also wenn, dann muss logischerweise alles geändert oder vielmehr gelöscht werden, damit man diesen Copyright-Beschwerden eben auch dementsprechend richtig entgegenkommen kann. Zum ersten Teil der Frage, also A, wird das mit der M4 auch passieren? Gibt es zumindest über Twitter eine Antwort? Wahrscheinlich wird die M4 so bleiben, wie sie ist. Denn der Künstler Fornetz, so wird er zumindest geschrieben, aber wahrscheinlich nicht ausgesprochen, kann seine Arbeit belegen, also seine Arbeitsschritte belegen mit Bildern von zum Beispiel eben Work in Progress. Man erkennt dort also, wie er sich Stück für Stück an das fertige Design herangearbeitet und herangetastet hat. Des Weiteren könne man bei Anime-Designs grundsätzlich mit Überschneidungen rechnen. Das hängt natürlich vom Stil ab, aber wenn man eben im selben Stil zeichnet, dann sehen eben die Frauen zum Beispiel ähnlich aus. Er gibt aber zu, sich inspiriert haben zu lassen. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Gerade im Bereich Medien, also Bilder, Filme, Streams und so weiter und so fort, ist es nun mal so, dass wir seit vielen, vielen, vielen Jahren reusen, dass man sich inspirieren lässt, dass man Dinge eben auch weiterverwendet und daraus was Neues erschafft. Das ist einfach feste auch in der Kunst verstrickt. Aber kommen wir zurück zum Hauptthema. Wie gesagt, die M4 wird, denke ich, so bleiben, wie sie ist. Bei der AWP war noch eine offene Frage und zwar ging es da um die Wear Range. Die Doodler hat eine Wear Range von 0 bis 0,80. Die neue, die Duality AWP, hat nur eine Wear Range von 0 bis 0,70. Da war jetzt die Frage, hey, wenn ich eine Doodler hatte, die bei 0,75 lag, wie ist jetzt die Transition zu der Duality? Denn die Range ist eben nun mal nur bis 0,70. Diesbezüglich scheint Valve bereits an einer Lösung zu arbeiten. Was man so am Rande in der CSGO-Community mitbekommen hat, ist jetzt eine leicht aufsteigende Sorge und eben auch wieder das Wissen, dass diese gesamten Skins, so wie sie sind, nicht fest sind. Also sie könnten jederzeit geändert werden, Skins könnten von heute auf morgen praktisch komplett auf Null fallen, weil einfach das Design geändert werden könnte. Gerade die, die sehr viel Geld in Skins investiert haben, könnten hier natürlich die Sorge haben, dass in der Zukunft bei einem Hack oder ähnlichem diese Skins einfach wertlos gemacht werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür sehe ich aber also als höchst gering an, fast schon winzig-binzig. Nichtsdestotrotz wurde das eben jetzt über diese aktuelle Geschichte einigen wieder in den Kopf zurückgerufen. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Vortrages angekommen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen und Zuhören. Gerade bei diesem Thema bin ich auch wieder sehr gespannt, wie ihr über die ganze Sache denkt. Wir werden uns also in den Kommentaren lesen. Vielen Dank auch für die Daumen nach oben. Wir sehen uns dann im heutigen Livestream ab 20 Uhr oder im nächsten Video. Haut da rein, Leider! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.